Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zum 26. Jahr, zum 26. Teil mit Dishonored 2. Und wir beginnen eine neue Mission, denn es geht in den Staubbezirk. Wir müssen einen gewissen Aramis Stilton finden. Das ist ein Herr, der hier Bergwerke betrieben hat. Vielleicht ist er hier sogar schon abgebildet. Nein, es ist irgendein Zahnarzt, weil hier sehe ich gerade einen Zahn. Ist ein Zahnarzt hier. Und wir müssen in den Staubbezirk. Oh, der sieht bestimmt schon relativ cool aus. Und wir müssen uns aber erstmal mit Megan Foster treffen. Die ist aber gleich hier um die Ecke, habe ich so im Gefühl. Ja, die ist hier gleich um die Ecke. Und werden dann, wow, ach, das ist das Level aus den Demos, die sie gezeigt haben. Und müssen in Aramis Stiltons Haus, aber dazu müssen wir uns mit ein paar Leuten verbünden. Nämlich mit Heulern oder mit den Aufsehern. Und wir sind in der Batista. Dave Batista? I don't get it. What the hell has happened to this business? I mean, where are all the real men? What happened to the attitude? Promenade? Ja, ich sehe schon, das sind alles Orte, wo wir noch hin können. Und irgendwo ist hier Megan Foster. Sie steht wahrscheinlich da oben. Okay. Steht nicht da oben, sondern sie ist plötzlich weg. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich schön, ne? Mit den ganzen Windmühlen. Das sieht schon geil aus. Cool. Dann müssen wir noch 62 Meter zum Megan Foster. In der Hoffnung, dass es hier keine... Ach, ich sehe doch schon. Hier sind doch schon wieder Bösewichte. Alter, ziemlich viele Bösewichte. Können wir irgendwo hoch? Kann ich hier irgendwo hoch? Und das war's. Sie war eine entfernte Cousine des Herzogs oder so. Nee, ich möchte weg hier. Dankeschön. Oh, hier ist ein Geschäft. Oh, wartet mal kurz. Hachi. Okay, alles klar. Aha, interessant. Okay, also wir müssen uns irgendwie... Oh, zum Staubbezirk durchschlagen. Aber vorher... gehen wir hier mal rein und gucken mal, ob es hier noch Loot gibt in diesem Laden. Geht es hier zu Megan Foster eigentlich? Nee, aber hier geht es zumindest nach oben. Alter, was ist denn hier passiert? Ist das der Sandstürme oder was ist hier los? Ist ja krass. Okay. Nicht bald mal essen? Ich bin kurz vorm Verhungern. Okay, also hier sind wieder diese komischen Schaufensterpuppen. Alter, was ist denn hier kaputt? Hier gibt es ja... Hier ist ja wirklich... hier sind ja Sandstürme. Aber gut, im Staubbezirk, logischerweise. Da erwarte ich, dass es da irgendwie... so Sandstürme gibt oder sowas. You don't say. You don't say. Who was it? He didn't say. Okay. Okay, alles klar. Hier ist eine Eidemeier-Tinktur und Aspik. Okay. Aber hier gibt es keine Bösewichte auf jeden Fall. Aber dass sie uns gleich hier so einen Außenposten... Oh. Keine Lust, mir Silberstaub aus den Augen zu waschen. Ach, das ist Silberstaub hier? Ah, okay, da ist ein Bösewicht. Alter, ich mag das, wie die wirklich jederzeit hier ihre Sachen, ihre kleinen Dialoge halten. Und der eine sagt wieder das ABC auf. Okay, ich sehe schon, wir brauchen definitiv Domino hier. Meine beste Kraft. Ach, außerdem habe ich ja neue Knochenartefakte. Die habe ich ja im letzten Teil aufgesammelt. Und gar nicht. Du hast nichts gesehen. Kann ich dich? Staub aus den Minen, ja, der weht hier durch. Alter, das ist aber ganz schön. Alter! Okay, das verhindert wahrscheinlich die Sicht hier. Dieser Silberstaub, kann das sein? Okay, mal kurz Domino weg. Domino weg, habe ich gesagt. Ja, yeah, ich glaube, das verhindert die Sicht. Wenn dieser Staub hier durchgeht. Okay, das ist ja. Also, wir müssen jetzt auch noch die Elemente mit abpassen. Das ist ja interessant. Guckst du da raus oder lehnst du dich wieder an? Nee, du hast mich nicht gesehen. Okay, alles klar, wir brauchen definitiv hier Domino. Okay, das hätte ich aber mal. Hätte man mir mal eher sagen können. Zwei Monate noch. Man verlässt sie. Ich kann warten. Okay, alles klar, du siehst mich. Okay, du siehst mich nicht. Nein, du hast nichts gesehen. You ain't seen nothing yet. Dum, bum. Baby, you ain't seen nothing yet. Dum. Kommst du hier hin? Nee, aber ich kann mich ja jetzt zum Glück an dem... Okay, aber so mit... Tja, war
wohl doch nichts. Du gehst jetzt nicht dahin und untersuchst das. Ich finde das. Nein. Du hast nichts gesehen. Fuck, der kommt hier runter. Okay, cool. Habe ich gut gemacht. Ich hoffe, dass. Nee, das Domino bleibt da und bleibt erhalten. Wohl doch nichts. Okay, dann kann ich den jetzt würgen. Du siehst nichts, du fällst auch um. Ja! Ziemlich gut. Liebe Freunde, das nötigt mir das Respekt ab. Sehr, sehr gut. Habe ich sehr, sehr gut gemacht. Liebe Freunde, da bin ich sehr stolz drauf jetzt auf diese Aktion. Einfach mal ein bisschen angelockt und dann ausgeführt. Yeah. Cool. Aber ich glaube, ja, wenn ich mich richtig erinnere, das war in den, das war hier in den, in dem, Dings drin, in der Demo, die sie immer auf E3-Präsentationen und so gezeigt haben. Aber interessant ist das wirklich hier mit dem Silberstaub. Ist das nicht extrem gefährlich? Oh, leitende Fasern. Und jetzt kann ich mir in ganz in Ruhe mal meine ganzen Sachen angucken, die ich habe. Weiß gar nicht, ist das hier gewesen? Ja, genau. Ich habe ja ganz viele neue Knochenartefakte und so weiter und so fort. Und wir können uns auch mal hier alles mit Jinders Schloss versiegelt, einer Vorrichtung, die laut Anton Sokolov unmöglich zu knacken ist. Okay, alles klar. Das heißt, irgendeiner wird mir wahrscheinlich verraten, wie ich es jetzt zu knacken habe. Nehme ich mal an. Ja, ich habe immer noch meinen kaiserlichen Siegerring, der hilft mir aber wenig. Wie viel? Ich habe 5 Runen. Oh, da können wir ein bisschen was mitmachen, liebe Freunde. Ah, da könnte ich... Habe ich irgendwas, was 3 bringt? Was ist mit 3? Was ist das? Das brauche ich nicht. Das habe ich schon hier. Habe ich zum Beispiel... Ist Domino? Okay, wir machen Folgendes, liebe Freunde. Dann sehe ich hier alles. Genau, eingeschlagene Routen sind dann sichtbar. Und dann kann ich 3 Ziele miteinander verknüpfen, was ziemlich gut ist. Da spare ich mir ganz schön viele Bolzen, also so Betäubungsbolzen. Und den Rest, ja, den brauche ich eigentlich nicht. Was ist das hier eigentlich? Du kannst Objekte weiterwerfen. Ja gut, das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ach, verdammt, das wollte ich doch eigentlich mal machen, weil ich habe so viele rohe Walknochen. Ich habe 12 rohe Walknochen. Guckt euch das mal an. Ja, ich kann hier Knochenartefakte opfern. Nee, das brauche ich nicht. Alter, ich habe so viele rohe Walknochen. Halt die Schnauze. Ich kann sogar Runen basteln. Aber da brauche ich Runenherstellung. Krass, okay. Aber wir können ja mal gucken hier nach den ganzen Artefakten. Brauche ich zum Beispiel nicht? Geil, okay, liebe Freunde, so haben wir das gemacht, ziemlich gut. Ah, jetzt haben wir hier noch ein paar Audiografen. Dr. Alpesha ist ja weg, aber die schickt uns was. Die sendet uns was zu. Sehr, sehr gut. Oh, ich bin richtig zufrieden. Sehr, sehr gut, jetzt können wir das wesentlich besser machen. So, wir müssen dahin, da geht's zu Megan Foster. Das heißt, wir müssen an denen vorbei. Gibt's da einen Weg, wo wir da vorbeikommen? Das ist hier. Kommen wir hier irgendwo vorbei? Ist das möglich? Ist hier irgendwie eine Wohnung oder so, an der wir hier langkommen? Nee. Okay. Ah, hier oben. Hier oben kommen wir drüber. Oder? Ach, wie kommen wir an denen vorbei? Wir müssen die Lichtwand, glaube ich, ausschalten, weil da oben sehe ich keinen Weg drüber. Ja, wir gucken mal. Ich bin hier jetzt beim Bewegen unsichtbar, was ziemlich gut ist. Das heißt, hier erkennt mich sowieso keiner. Ist hier irgendwie eine Wohnung? Nee. Das heißt, wir müssen die Lichtwand ausschalten. Wir müssen die Typen ausschalten. Wie viele sind's? 1, 2, 3. Drei Äpfel. Ja, 3 Äpfel. Es sind wirklich nur 3. Was ziemlich gut ist, dass ich habe ja mein Domino. 1,
2. Ah, verdammt, da komme ich nicht hin, oder? 3. Nee, jetzt habe ich es wieder aufgehoben. Oder? Nee, habe ich den verbunden? Nee, kann ich nicht. Verdammt, kann ich nicht. Aber die haben coole Masken auf. Was labert er? Was ist mit ihm los? Also. Verdammt, ich krieg die nicht. Ich will die aber eigentlich. Hier sehe ich irgendwie einen Weg vorbei, aber ich glaube, das ist sowieso der Todessturz. Ach, hier sind doch. Das sind doch 4. Das sind doch 4, aber ziemlich gut. Das bedeutet, wir können Folgendes tun, liebe Freunde. Ich habe so ein dumpfes Gefühl. Ich weiß, was wir genau machen. Genau, der sieht dann den. Genau. Ziemlich gut. Ah, das hat er nicht gesehen. Oh, was ein Depp. Was ein Depp. Und ich bin ja beim Bewegen unsichtbar. Wie weit komme ich? Ah, ich komme nicht direkt hinter ihn. Aber ziemlich gut. Das bedeutet, wir haben 3 ausgeschaltet mit einem Narkobolzen. Oh, das ist so gut. Das ist so eine gute Fähigkeit, dieses Domino. Ich bin richtig, richtig zufrieden damit. Ah, wir können uns aber dahin. Oh, dann können wir uns hinter dem lang schleichen. Hohohoho. Ah, nein. Okay, da hat er mich gesehen. Ha, wie machen wir das am dümmsten? Hier gibt es doch bestimmt wieder einen Schwarzmarkt. Das bedeutet, ich kann doch bestimmt wieder Narkobolzen. Aber eigentlich. Warte mal, wenn ich beim Bewegen unsichtbar bin. Aber ich will nicht zur Lichtwand. Die wird dann bestimmt ausgelöst, wenn ich mich in die Nähe von ihm bewege. Ha. Aber interessant. Warte mal. Kann ich das irgendwie. Kann ich den irgendwie. Da muss ich mir nicht mehr anhören, wie toll doch der Vater des Herzogs war. Was ist denn das für ein Fore? Okay, alles klar. Ich komme nicht an der Lichtwand vorbei. Ich muss die also wirklich ausschalten. Oh. Hier oben? Ist hier oben ein Weg, wo wir hochgehen können? Okay, also er sieht mich hier. Ha. Schwierig. Sieht er mich hier? Nein. Er guckt nur doof. Da sehe ich auch gerade ein Kabelwerkzeug. Sieht er mich hier? Nö, sieht er mich nicht. Doch, er sieht mich. Läufst du los? Oh! Das ist ja spitzenmäßig. Siehst du mich? Nein? Du bleibst an deinem Posten? Ah, du klebst an deinem Posten. Das ist ja wie in der Politik hier. So, Münzen. Ist hier irgendwas? Nee. Wohl doch nichts. Siehst du mich hier, wenn ich hier plündere? Oder deinen Kollegen nehme? Nee, siehst du nicht? Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Sehr, sehr gut. Okay, das heißt, ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen, liebe Freunde. Wir nehmen eine leere Flasche und locken ihn in irgendeine Gasse, wo wir ihn am besten, wo wir ihn schön, am besten vielleicht hier sogar hin? Hierhin ist ganz gut. Ich locke ihn hierhin. Ja, zack. Haha. Da geht er dann dahin. Also mal sehen. Was war's? Und. Da kam der Staubwind genau im richtigen Moment. Ziemlich gut. Oh, ich bin sehr zufrieden. Alter, man sieht ja hier wirklich dann keinen Deut weit. Also ich sehe ja auch hier nichts. Dann geht die Lichtwand kaputt. Dann funktioniert die nicht. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dann funktioniert die nicht, die Lichtwand. Ich werde, das steht irgendwo. Denkt dran, die Lichtwand funktioniert nicht, wenn der Staubwind kommt. Ziemlich gut. Ziemlich gut. Sehr, sehr gut. Okay, den legen wir hier so hin. Zack, und hier hinten liegt ja noch eine Wache. Ich wette, die funktioniert dann eine lange Zeit nicht, wenn einmal der Staubwind kam. So. Geil. Okay, ihr liegt alle hier. Passiert euch nichts. Cool. Das Kabelwerkzeug brauche ich nicht. Aber ich will das natürlich nicht. Ich will das nicht manipulieren. Weil das sieht so aus, als ob die Lichtwand da eine Weile nicht funktioniert. Kann das sein? Steht das vielleicht hier irgendwo? Das wäre cool. Kommen wir hier lang? Oh, hier ist. Nee, hier ist abgesperrt. Hier komme ich nicht lang. Da ist abgesperrt. Sperrbezirk. Hier ist nix. Schade, ich dachte, vielleicht steht das hier irgendwo. Vielleicht liegt hier irgendwo ein Schriftstück. Gut, dann müssen wir also die Lichtwand ausschalten. Habe ich so das dumpfe Gefühl.
Weil hier sonst kommen wir hier nicht vorbei. Oder? Ist hier eine Tür? Nein. Ist keine Tür. Das heißt, wir müssen die Lichtwand ausschalten. Das bedeutet, wo ist die Stromversorgung? Die Stromversorgung ist... Moment. Das ist die Windmühle. Müsste die Windmühle da oben sein, genau. Das heißt, wir müssen die Stromversorgung kaputt machen. Ich muss da hoch, bitte. Kann ich da bitte hoch? Ich möchte da bitte hoch. Nein, komme ich nicht. Gut, alles klar. Dann so. Gut, das machen wir so. Genau, liegt hier noch irgendwas, was wir nehmen können? Oh, hier liegt noch ein zahlreiches Opfer bei der Bergwerkkatastrophe. Gut, das haben wir schon gelesen gehabt. Können wir noch eine Feige essen? Ja, okay, cool. Haben wir alle ausgeschaltet? Gut, dann werden wir wahrscheinlich jetzt mal die Windmühle außer Kraft setzen, habe ich so ein Gefühl. Genau, wir ziehen den Hebel. Und dann geht die aus, die Windmühle. Und dann geht auch die Lichtwand aus. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann geht die Lichtwand aus. Das finde ich sehr schön. Cool. Alles klar. Dann geht's hier weiter. Wo führt mich die Lichtwand hin? Gibt's hier noch irgendwelche... Ich gucke erstmal nicht, dass hier irgendwelche Schmutzfüße gleich sind, die hinter der Lichtwand auf mich warten. Nein. Gut. Hier gibt's nur Pistolenkugeln. Tyvianische Birne. Ist eine Birne. Nö. Okay, dann, das heißt, es geht hier zu Megan Foster. Ja, liebe Freunde, da reden wir noch mit der guten Megan. Ist die hier irgendwo? Ach, wir müssen hier wieder... Ruhen oder Knochen für Artefakte in der Nähe? Oi, hab ich eigentlich welche verpasst? Ah, die sind alle hinter dieser Wand hier. Okay, da ist noch ein Knochenartefakt, da ist noch ein Knochenartefakt. Rune, Knochenartefakt. Wo ist die Rune? Die ist hier. Wo bin ich hier eigentlich? Ist das wieder so ein kleines... Oh, hier wäre doch ein offenes Fenster gewesen. Nee, wäre ich nicht reingekommen. Haha. Wäre hier? Nein, wäre ich auch nicht reingekommen. Ah, hier ist Blutfliegenhaus. Ich hör sie doch schon. Nö, ist nur eine Blutfliege. Ist natürlich auch interessant. Ist das ein Kupferdraht? Nee, es ist Apfel in Aspik. Ist das ein Kupferdraht? Nein. Was ist hier? Hochprozentiger Alkohol. Hier ist doch brennbar. Also muss es doch hier irgendwo Blutfliegen geben. Wenn hier eine Blutfliege ist, wo eine Blutfliege ist, sind viele andere nicht weit. Okay, dann gehen wir mal... Ach, können wir hier so lang... Blutfliegen? Okay, hier weht der Wind durch. Das ist schon ziemlich stimmungsvoll, wenn ich das mal sagen darf. Nö, hier ist wirklich nur eine Blutfliege. Okay, dann rüsten wir mal mein Dings aus. Ah, das liegt hier. Die Rune. Kriege ich die genommen? Nein, natürlich nicht. Ich muss da irgendwie rüber. Okay, das heißt, wir müssen da hoch. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was einen irgendwie... Nein, gut, alles klar. Einem gefährlich werden kann. Ist das die Ruine? Ist hier, wo Corvo gewohnt hat? Oder was? Ist das, was sie gemeint hatte? Ich muss durch eine Ruine, in der Vater gewohnt hat? Sag mal. Blöder Fensterladen hier. Ah, okay. Hier sind böse Leute. Paolo hat einen Preis auf Burn ausgesetzt. Und der Vizeaufseher will dasselbe. Ist das Megan? Das ist Megan. Eine andere Stadt, ein anderer Slum. Die. Mit wem hast du geredet? Megan, mit wem hast du gerade geredet? Emily. Stiltons Haus ist gleich da drüben. Aber hineinzukommen wird nicht einfach. Okay. Okay, alles klar. Ich muss erstmal, du hast ja hier eine Rune für mich. Wo liegt die? Wir müssen hier runter. Komme ich nicht hier irgendwie runter? Nein, hier ist keine Tür. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz nach der Rune suchen. Dann bin ich gleich... Boop. Ach so, ich kam gar nicht an dir vorbei. Okay. Ich habe mich erkundigt. Mit Leuten gesprochen. Okay. Die Aufseher und die Heuler haben den Bezirk aufgeteilt. Interessant. Vor uns ist neutraler Boden, wo sie niemand angreift. Cool. Aber dahinter haben die Heuler und Aufseher ihre Grenzen gezogen. Und sie werden angegriffen, sobald sie für sie in Sichtweite sind. Oh ja, sind. Gut, also wie bei der Wache auch. Paramus Stilton ist das eigentliche Ziel. Sokolov sagte, sie hätten eine Idee. Ja, ich denke, wenn sie Paolo oder Vizeaufseher Byrne ausschalten, wird ihnen der andere sicheres Geleit und Zugang zu Stiltons Haus gewähren. Neutralisieren sie einen der beiden und bringen sie ihn jeweils zum anderen. Aha, wir müssen ihn wirklich umbringen. Was wissen Sie noch, was helfen könnte? Byrne wird von den Aufsehern beschützt. Paolo hat die Heuler und eine Art schwarzmagisches Artefakt. Boah, das müssten wir uns eigentlich auch mal holen. Angeblich muss er vor Sonnenuntergang zweimal sterben. Sonst lässt er sich nicht töten. Okay. Viel Erfolg. Also,
Okay, also wird wahrscheinlich der eine hat weniger Leute, muss aber dafür von mir zweimal umgebracht werden. Oder dreimal. Alter, fette Statue hier. Im guten Aramis. Nee, aber ich will ja eigentlich... Sag mal, wie komme ich zu das Knochen... Muss ich raus wahrscheinlich. Ja, ich muss dann raus und eine Etage tiefer. Ah, interessant. Ist hier noch irgendwas? Wer hat hier eigentlich mal gewohnt? Kann man mir das mal verraten? Ist hier noch irgendwie... Nee. Fuck, okay, da ist die Rune. Liegt hier noch irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich liegt hier nichts. Hast du noch irgendwas, Megan? Wenn der Herzog fällt, könnte eine dieser Gruppen Kanaka übernehmen. Sie sollten sie besser jetzt kennenlernen. Aber eigentlich will ich doch gar nicht. Okay. Hier ist neutraler Boden. Hier werde ich nicht angegriffen. Oder was? Oder wie oder wer? Neutrales Gebiet. Alles klar. Also hier kann ich mich neutral bewegen. Oh, das kann ich kaputt machen, nehme ich mal an. Yep. Und mir die Rune holen. Sehr, sehr gut. So, wo ist die Rune? Da ist die Rune. Super gut, super gute Rune. Metallschrank öffnen, Rune drin. Rune geholt. Sehr, sehr gut. Das ist spitze und geil! Okay. Okay, da. Aufseher Außenposten. Crone's Hand Saloon. Da ist also quasi dann der gute Paolo drin. Okay, hier ist ein neutrales Gebiet. Oh, jetzt können wir uns nochmal schön hier... Oh, was gibt's? Wo geht's hier lang? Ach, hier wäre der... Ah, hier ist wahrscheinlich das andere abgesperrte Ding. Nee, ist es nicht. Doch, ist es. Das ist das andere. Oh, die Crone's Hand. Perle von Serkonos, Spaß ohne Ende, Treffpunkt für Anbieter, Wetten willkommen, junge Gentlemen und Ladies hereinspaziert, keine Altersgrenze. Oh, das ist ja ein sehr, sehr lässiger Pub, sag ich mal. Am 1. des Monats ist Ale-Nacht. Nach 3 Ales erhalten Sie das 4. zum halben Preis. Einfach zu finden auf der Miramar Street im Staubbezirk. Ehemals Batista-Bezirk. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, dass in der Crown's Hand, oder Crone's Hand, da geht's ab. Ab, ab, ab. Da ist die Party im Gange. Oh, was ist hier? Tafel untersuchen. Der alte Herzog gab meinem Vater eine Medaille und schickte ihn nach Dunwall. Aha, interessant. Das ist der alte Herzog. Ich dachte, das ist der Aramis Stilton oder so. Okay, hier ist neutrales Gebiet. Ich denke mal, da ist dann logischerweise nicht das neutrale Gebiet. Okay, gibt's hier eine Karte? Ist hier eine Karte irgendwie? Ist hier irgendwo so ein Ding, wo ich eine Karte vom Gebiet kriege? Nein? Nein? Gut, alles klar, dann halt nicht. Was ist hier? Wow! Jamies Schwester sagt, du knackst jedes Schloss. Keine Ahnung, warum Stiltons Haus so gesichert ist. Aber sag schon, kommst du da rein? Seid ihr Bösewichte? Lass mich übernehmen. Durante weiß, wie man da reinkommt. Paolo hat ihn den alten Stilton füttern lassen. Ich wollte ihm das Geheimnis abkaufen, aber die Aufseher haben Durante mitgenommen. Okay. Ich verstehe das einfach nicht. Da sind keine Spalten. Jimmys Schwester sagt, es ist eine Spielerei. Aha. Als hätte es kein echter Schlosser gemacht. Okay, es hat ja Jindosh gemacht. Nein, wir wissen. Es ist von Kirin Jindosh. Verfluchtes Genie. Er baut die mechanischen Soldaten für den Herzog. Mhm. Kannst du es öffnen? Oder einfach lösen? Ach, das ist ein Rätsel. Nein, weder noch. Das Schloss stammt von einem Mann, der Todesmaschinen baut. Okay, das ist natürlich eine halt Ansage. Ich fass das Ding nicht an. Okay, das ist natürlich eine Ansage. Na schön. Vielleicht ein anderer. Okay, ich... Oder auch nicht. Gehen wir, alles klar. Lasst ihr mich in Ruhe, eigentlich? Das wäre mal eine Frage. Moment, lasst ihr mich in Ruhe? Findet ihr mich cool? Okay, alles klar, ihr seid Zivilisten. Gut, ihr lasst mich also in Ruhe. Okay. Das ist ein... Was ist das? What the fuck? Marcola, Finch, Nazio, Marcola, Winslow, Erbstücke einstellen. What? Was sollen wir hier tun? Was soll ich machen? Was ist das? Jindoshs Rätsel. Öffnen. Das Jindosh Rätsel. Lesen. Krass, okay. Will ich mich damit jetzt schon auseinandersetzen? Oder, also, wenn ich das richtig verstehe, kann ich dieses Rätsel lösen? Oder muss ich da irgendwie einen gewissen Durante... Warte, ich lese mir das mal durch. Was ist das? Untersuche... Liefere einen dem an. Okay. Oder finde eine andere Möglichkeit, untersuche Durante. Anscheinend gibt es einen Heuler namens Durante, der weiß, wie man Jindoshs Schloss aufsperren kann. Allerdings wurde er von den Aufsehern gefangen. Untersuche ihren Außenposten, um mehr zu erfahren. Das wäre ja mal eine Maßnahme. Genau. Die Aufseher haben verfeindete Fraktionen. Paolos Wiederauferstehung. Okay, alles klar. Wir haben ein bisschen was erfahren. Die Crone's Hand.
Wir gucken mal. Okay, ihr seid hier. Okay, na dann. Gibt's hier noch irgendwas? Wir müssen einen gewissen Durante. Durante. Ist das wahrscheinlich dann der... Oh, Kronen- oder Knochenartefakte in der Nähe. Wir müssen sowieso hier überall lang, weil ich brauche ja die ganzen Runen- und Knochenartefakte. Die wären ja nicht verkehrt, sage ich mal, wenn man die hat. Und hier geht's nicht rein. Okay, cool. Alles versperrt. Und ich denke mal, hier ist jetzt verfeindetes Gebiet, sobald ich hier reingehe. Ah, da ist die Karte. Batista-Bezirk. Sehr, sehr gut. Sobald ich hier jetzt reingehe, ist verfeindetes Staubbezirk, ist verfeindetes Gebiet. Ich nehme mal an. Oder ist hier auch neutrales Gebiet? Nein. Der sieht aus wie Heuler, die haben Schwerter. Nein, 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 nein. Oh, was? Alter! Aufgespielte... Grauner wie den Heulern oder Eiferern des Ordens helfen. Ich weiß nicht. Alter, aufgespießte Masken. Mit den Köpfen drin? Nee, ohne. Okay, also dann lesen wir uns erstmal noch das Rätsel durch und dann würde ich sagen, machen wir für diesen Teil erstmal Schluss. Denn ich glaube, ich muss mir zwischen den Teilen noch eine Taktik zurechtlegen. Definitiv. Okay, jetzt kommt wieder der Staub hier durch. Boah, da sieht man nichts. Sehr, sehr cool. Okay, die haben wirklich versucht, hier das Schloss zu knacken. Hat nicht funktioniert. Okay, wir lesen uns mal das Rätsel durch. Zum Essen kamen Lady Winslow, Dr. McCullough, Grafin Conte, Madame Natio und Baroness Finch. Die Frauen saßen in einer Reihe. Sie trugen alle verschiedene Farben und Lady Winslow einen kecken Hut in Weiß. Baroness Finch saß ganz... das ist ein Einstein-Rätsel. Das ist ein Einstein-Rätsel. Das kann man also knacken. Baroness Finch saß ganz links neben einer Dame in einer Jacke in Rot. Die Dame in Grün saß links von einer Lady in Lila. Ich erinnere mich an dieses Gewand in Grün, da die Frau ihr Glas Absinth darüber verschüttete. Aha. Die Reisende aus Freyport war ganz in Blau gekleidet. Als eine der Anwesenden mit ihrem Erbstück Vogelanhänger prahlte, behauptete die Frau neben ihr, in ihrer Heimat Freyport gäbe es wesentlich edlere Exemplare. Also präsentierte Gräfin Conte einen wertvollen Gegenstand, den Diamant, bei dessen Anblick die Dame aus Karnaca spottete, dass er nichts sei im Vergleich zu ihrem Prunkstück. Eine Dame trug einen kostbaren Gegenstand, Kriegsmedaille, und als die Besucherin aus Dunwall neben ihr das bemerkte, verschüttete sie beinahe das Glas Wein ihrer Nachbarin. Dr. McCullough hob ihr Glas Bier für einen Trinkspruch. Die Lady aus Dabok war abgefüllt mit Whisky, sprang auf den Tisch, fiel auf die Dame in der Mitte und verschüttete das Glas Rum der Ärmsten. Dann fesselte Madame Natio die Anwesende mit einer Geschichte aus ihrer wilden Jugend in Bayerton. Am Morgen lagen 4 Erbstücke unter dem Tisch. Vogelanhänger, Ring, Schnupftabakdose und Kriegsmedaille. Aber wem gehörte was? Ja, wir haben hier, das ist ein Einstein-Rätsel. Kann ich euch mal ganz kurz erzählen? Das ist ganz berühmt, da quasi, wer gehört was? Man kriegt verschiedene Hinweise zu den einzelnen Personen und muss dann schlussfolgern aus den Hinweisen, wer genau was hat. Also es gibt hier Farben, Anordnung, also links, rechts, in der Mitte und so weiter und so fort. Farbe ist wichtig, Anordnung ist wichtig, Erbstück ist wichtig und Getränk ist anscheinend wichtig. Das sind die 4 Merkmale von den jeweiligen Damen, die wir haben. Und zwar sind es genau 1, 2, 3, 4, 5 Damen. Und dann am Ende des Tages müssen wir das hier zuordnen. Und wenn wir das richtig zuordnen, dann kommen wir bei Aramis Tilton rein. Dann muss ich niemanden umbringen. Ja, geil. Ja, richtig geil. Aber ich muss dann ja sowieso noch dahin, aber ich muss niemanden umbringen. Das bedeutet, ich kann alle betäuben und dann mir einfach die ganzen Knochenartefakte holen. Und dann, wenn ich das geschafft habe, spaziere ich ja einfach durch diese Tür. Das ist cool. Das ist cool. Habe ich das Gingers-Rätsel jetzt hier gespeichert eigentlich? Ja, das bedeutet, das bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt wieder das Spiel neu starten würde, würde es wahrscheinlich ein anderes Rätsel geben. Das ist nicht immer dasselbe Rätsel, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, liebe Freunde, wisst ihr, was ich mache? Ich löse bis zum nächsten Mal dieses Rätsel. Und auch wenn es wahrscheinlich sehr lange dauern wird, aber ich löse das Rätsel und dann beim nächsten Mal könnten wir rein theoretisch gleich durch diese Tür gehen und gleich in Aramis Diltons Anwesen gehen. Aber ich werde es erstmal knacken, das Rätsel, und dann in die ganzen verschiedenen Räumlichkeiten hier gehen und mir die ganzen Knochenartefakte holen. So viel dazu. Aber das ist hier, das ist krass, okay, finde ich ziemlich cool, dass sie so ein Einstein-Rätsel hier reingebaut haben. Und ich denke mal, hier geht's zu den Aufsehern. Genau, da ist... Ne, wir gucken mal kurz. Geht's hier zu den Aufsehern? Genau, da ist der Aufseher-Außenposten. Und da ist die Crone's Hand.
Hier sind die Bösewichte. Ist das hier noch neutrales Gebiet oder ist das schon feindliches Gebiet? Aha, okay, also hier bis hierhin kann ich gehen. Bis hierhin kannst du gehen. Genau. Würde mich mal interessieren, ob es hier noch einen Schwarzmarkt gibt. Genau, und jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier durch diesen, quasi durch diese Dings gehe. Oh, ist das der Schwarzmarkt? Ne, wir machen mal kurz. Schönen guten Tag. Grüße Sie. Wer sind Sie denn? Oh, hallo. Erst dachte ich, Sie gehören zu Paolo. Aber so schlimm sehen Sie doch nicht. Dankeschön. Und hier könnte ich also was stibitzen von dir. Nehme ich mal an, du hast hier was. Oh, oh. Okay, hier hat es gerade was. Okay, was geknallt. Was sind hier? Achso, du verkaufst dir das Safes. Verstehe. Du verkaufst Safes, mein Guter. Okay, das heißt, du hast bestimmt irgendwo einen Safe stehen, den es zu knacken gilt. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, bestimmt. Sicherlich. Bestimmt steht hier ein Safe. Nein. Entschuldigung, bleiben Sie bitte im öffentlichen Teil des Ladens. Alles klar, du hast mich zwar gar nicht gesehen, aber okay. Gut, alles klar, dann machen wir das so, liebe Freunde. Das heißt, wir werden hier nochmal, auf jeden Fall nochmal reingehen beim nächsten Mal. Aber ich werde bis zum nächsten Mal dieses Einstein-Rätsel lösen. Das wird richtig spaßig, das finde ich richtig gut, dass sie das gemacht haben. Und hier geht es sowohl zum... Ah, hier oben könnten wir dann wahrscheinlich auch noch rein. Ah, das ist wieder ein Blutfliegenhaus, ich sehe das schon. Genau, da geht es ins Blutfliegenhaus. Da geht es zum Aufseher auf den Posten. Wir werden das alles noch freischalten, aber ich werde auf jeden Fall dieses Rätsel lösen. Das heißt, wenn ich nicht mehr weiterkomme, kann ich definitiv einfach so zu Aramis Stiltons Anwesen rein. Sehr, sehr, sehr cool. Alles klar, dann verabschiede ich mich von euch mit diesem schönen Ausblick hier. Rennen wir mal dahin. Ihr Gesicht ist ja, ja. Angst, dass man sie erkennen könnte? Sag mal, seid ihr Zwillinge? Warum habt ihr das einmal und dasselbe gesagt? Okay, mit diesem schönen Ausblick auf den Batista-Bezirk, beziehungsweise jetzt Staubbezirk, verabschiede ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin habe ich das Rätsel gelöst. Ich würde mich freuen, wenn ihr Likes da lasst, wenn ihr Kommentare da lasst. Und natürlich auch ein Abo, falls ihr noch nicht habt. Ansonsten noch viel Spaß im Internet. Wir sehen uns dann hier wieder bei Dishonored 2. Bis dahin habe ich das Rätsel gelöst. Macht's gut und auf Wiedersehen.